Über Branchen streuen. Das ist wahrscheinlich etwas, was jedem direkt klar wird. Warum? Ich denke, es ist logisch, dass wenn ich überlege, ob ich eine Druckerei kaufen sollte als Aktie oder ob ich einen Online-Dienst kaufen sollte, der online tätig ist, dass wahrscheinlich von der Branche her die Druckerei mit Papier nicht so zukunftsträchtig ist wie das Online-Unternehmen. Und genau damit beschäftigen sich ja auch wissenschaftliche Studien, die untersucht haben, ist es besser, dass ich nach Ländern streue, was wir im letzten Video hatten, oder ob ich nach Branchen streue. Mein Name ist Marc Pötter und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Genau diesen Punkt gehen wir in diesem Video an. Meine Meinung ist, dass wir beides machen müssen. Ja, auf der einen Seite hatte ich ja erklärt, dass gerade wenn gewisse Länder spezifische Risiken haben, dann werden davon alle Länder bzw. alle Unternehmen betroffen. Das haben wir zum Beispiel gesehen mit Alibaba in China. Auf der anderen Seite ist das Argument der Branche natürlich ganz klar. Ja, wir sehen, dass Informationstechnologie wie Microsoft und dergleichen, dass die über die letzten 10 Jahre viel mehr angestiegen sind, als es zum Beispiel andere Unternehmen aus traditionellen Branchen ist. Von daher ist für mich wichtig, dass ich sowohl nach Ländern als auch nach Branchen streuen möchte. Hier wollen wir wieder zurückgreifen auf den MSCI World, den wir in fast jedem Video hatten, wo wir schon wieder unsere Richtschnur haben, wie die Branchen gestreut sind in einem weltweiten Portfolio. Wir werden sehen, dass natürlich aktuell einfach von der Größe her die Informationstechnologie weit vorne ist. Siehe Apple, Microsoft und dergleichen. Das heißt also, hier kann ich wieder schauen, wie ist die Branchengewichtung, das heißt, wie viel Prozent sind in der Informationstechnologie angelegt und wie viel Prozent sind in den darauf folgenden Branchen angelegt. Damit habe ich mal quasi wieder mein Best Practice, womit ich sehr gut arbeiten kann. Und jetzt kommen wir wieder auf das gleiche Thema, was wir auch bei Ländern hatten. Es kann ja sein, dass du zum Beispiel sagst, 3D-Drucker finde ich interessant oder ich finde künstliche Intelligenz interessant. Dann kannst du genau auf diese Branchen setzen. Auf der einen Seite kannst du wiederum in dem MSCI World schauen, welche Unternehmen aus dieser Branche sind da drin. Dann könntest du die zum Beispiel nachkaufen. Auf der anderen Seite ist es wiederum simpel, das über ETFs, über Indexfonds abzubilden, weil es auch sogenannte Themenfonds gibt. Das heißt, in dem ETF-Universum findest du Branchen genau zum Thema zum Beispiel Robotik oder zum Beispiel zu künstlicher Intelligenz. Das heißt, du kannst nach deinen Vorlieben, wenn du der Meinung bist, dass eine Branche in Zukunft besser performen wird als die andere, kannst du die über den ETF entsprechend übergewichten, das heißt prozentual in deinem Depot größer einkaufen, als du das bei einer anderen Branche gemacht hast. Wie gesagt, das ist dir überlassen. ETF ist immer so das Einfachste, weil ich da vorgefertigt einen Baustein habe, den ich kaufen kann. Oder wenn ich sogar da weiter reingehe und sage, das und das Unternehmen ist interessant aus der Branche, dann sind natürlich sogar Einzelaktien in dem Fall besser. Ja, wir sehen zum Beispiel, Warren Buffett hat als Einzelaktie Apple mittlerweile zum aktuellen Stand bei Aufnahme dieses Videos von über 38%. Ja, also er setzt ganz gezielt auf eine Aktie und sagt zum Beispiel nicht, dass er das über einen ETF macht. Ja, grundsätzlich, umso kleiner man wird, das heißt also, wenn man von einem ETF auf eine Aktie geht, umso mehr Risiko habe ich natürlich auch. Ja, auf der anderen Seite natürlich, das Renditepotenzial steigt. Aber von daher, wenn du damit anfängst, halte ich eher an den ETF. Wenn du fortgeschrittener bist, dann kannst du auch auf Einzelaktien gehen. Und wie man so Einzelaktien raussuchen kann, das werden wir uns unter anderem in den nächsten Videos anschauen. Ich freue mich, wenn du bei uns bleibst, lass uns ein Like da und bis zum nächsten Video.